Hallo und herzlich willkommen zu Platz 88, hoffe ich jedenfalls, ja, der Bottom 100 Filmliste. Ja, in der Top 100 Filmliste hatte ich, glaube ich, 4 seiner Werke, 3 mindestens, ich glaube es waren 4. In der Bottom 100 taucht zumindest einer, ich weiß nicht, ob in einer späteren Platzierung noch einer kommt, aber ich denke nicht, auf. Und zwar, die Rede ist von Woody Allen und seinem Film Im Banne des Jahresskorpions von, was war denn das, 2002. Ja, das war relativ kurz vor Matchpoint, der ist natürlich keine klassische Woody Allen-Komödie ist, aber wieder eigentlich die Klasse dieses Filmemachers zeigte. Denn bis dahin muss man wirklich sagen... Oh, scheiße. Na, ja, alles gut. Bis dahin muss man wirklich sagen, gegen seine... Ich muss vielleicht niesen, also nicht wundern. Es kribbelt ein bisschen. Na, jetzt geht's wieder. So. Bis dahin gingen eigentlich seine Filme so allmählich doch bergab, was die Qualität angeht. Also es gab noch, so Hollywood-Ending war noch ziemlich gut, und aber irgendwie das meiste, was so ab Ende der 90er kam, waren dann wirklich nur noch so Durchschnittskomödien. Und also da, er war da wirklich irgendwie in einem Loch drin, was sehr schade war. Ja, und ich möchte jetzt nicht sagen, dass der schlechteste davon ist, aber... Es war auf jeden Fall nicht der Beste aus der Zeit. Wie gesagt, kurze Zeit später kam Matchpoint und damit ging es dann eigentlich wieder hoch. Dann wurden die Filme qualitativ wieder besser. Ja, worum geht's? Der Film spielt, glaube ich, in den 30ern oder so oder 40ern. Irgendwas in dem Dreh so. Es geht um einen Zauberer. Steht hier sein Name? Leider nicht. Vom Magier Voltan, der auf seiner Bühnenshow Leute hypnotisiert, in dem Fall den von Woody Allen gespielten Charakter C.W. Briggs, ein Versicherungsdetektiv, genau so war das. Und er hypnotisiert ihn halt und lässt ihn dann halt irgendwelche Kunststückchen vorführen. Und entlässt ihn dann wieder ins Publikum, was aber unter dem Applaus niemand mitbekommen hat, dass der Bann dieser Hypnose von ihm eigentlich gar nicht genommen wurde. Er tut jetzt so, als ob er wieder normal ist, aber der Zauberer kann ihn halt immer wieder zurück in Trance rufen. Und das macht er dann nämlich auch telefonisch. Er ruft ihn dann halt immer mal wieder an und lässt ihn dann irgendwelche Sachen klauen. Ich weiß gar nicht mehr, was es alles war. Jedenfalls, der ja, stiehlt dann das ein oder andere und kann sich natürlich nicht dran erinnern, logischerweise, weil wenn er wieder zu Hause ist, dann ist er sozusagen wieder normal, aber weiterhin unter dem Banne dieses Jahresskorpions. Also das ist das Symbol sozusagen, unter dem er hypnotisiert wird. Und naja, das ist natürlich... bietet viel Raum für Slapstick, ist auch gar nicht so schlecht, logischerweise. Also logischerweise, weil, ne, wie ich schon sagte, ne, was der Sinn dieser Liste ist. Aber was mir damals schon ein bisschen aufgefallen ist, obwohl man das jetzt nicht als Qualität des Films sozusagen stempeln sollte, aber der Synchronsprecher von Woody Allen, der ja über Jahre... der derselbe war, es gab nicht den Namen, irgendwas mit Dreger, aber nicht Jörg, der klingt hier schon recht müde. Also man merkt, er hat nicht mehr so diesen Elan in der Stimme, den er die Jahre zuvor hatte. So gerade natürlich in der Hochzeit der Woody Allen-Komödien in den 70ern und 80ern und auch noch frühen 90ern. Dann ist es echt schon so, wo du merkst, ich glaube, der Film ist auch in Deutschland gar nicht erst ins Kino gekommen, sondern direkt auf DVD erschienen. Man merkt halt wirklich, es ist halt nur noch so Auftragsarbeit, der rasselt das runter. Natürlich auch, klar, zunehmendes Alter. Das Ganze ist ja auch jetzt so geendet, was heißt jetzt schon, vor ein paar Jahren, hat ja Woody Allen gesagt, dass er diese deutsche Synchronstimme nicht mehr haben möchte, weil sie klingt für ihn zu alt, obwohl Woody Allen ja auch, ich glaube, der wird dieses Jahr 80 oder so.
auch nicht mehr der Jüngste ist, aber er möchte nicht mehr von dieser Stimme synchronisiert werden. Er wünscht sich da so einen frischen 70-Jährigen oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wann ich den aktuellsten Film, wo Woody Allen auch tatsächlich mitspielt, welcher der war, den ich gesehen habe, kann ich mich jetzt nicht wirklich dran erinnern. Ja, jedenfalls, ja, ne, also bietet schon eine Menge Humor, aber es ist auch nicht mehr so dieses Knallige, was es früher mal war. Man merkt das, es ist routiniert runtergedreht, die Schauspieler sind zwar alle gut und so, aber irgendwie fehlt so der Pfiff. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Nun ja. Ansonsten, klar, natürlich wieder ein hohes Star-Aufgebot, ne, wo die Ellen Hunt, Dan Aykroyd, Charlize Theron, Elizabeth Berkley, also die das Mädel aus Showgirls, ne, jetzt weiß jeder, wer hier gemeint ist. Und was das angeht, er hat ja wirklich immer, er schafft es immer eigentlich, viele bekannte Leute und Gesichter zu versammeln. Ja, ja. Gut, okay, ich will gar nicht weiter drum herum reden, sondern werde es an dieser Stelle dann auch einfach beenden. Ja, das wäre es schon gewesen für heute. In 3 Tagen geht's weiter und bis dahin bleibt mir nichts zu sagen. Ich sage ja zu Deutschen was. Ich trinke die Dinger wirklich leer. Das ist nicht für die Kamera. Sondern ich brauche das. Guter Wurf. So, ciao.